Und dann heißt es Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wreckfest. Mit mir dabei der Joker. Und Hallöchen. wir haben uns heute eine ganz, ganz neue Strecke ausgesucht, Joker. Es sieht aus wie ein Notenschlüssel. Kann man so sagen, ja. Whiplash Woods heißt's, volle Strecke und sieht aus wie eine Rallye-Piste von Bahn Banger Race, gell? Uah. Da kommt der Joker schon mal mehr wie nur Scheiße weg. Das sollte mir liegen. Ich habe doch so viele Rallye-Spiele früher gespielt. Oh. Aber das ist hier eine ganz interessante Streckenführung. Ey, Marsch! Weg da! So nicht. Hui! Oh, hier muss man aufpassen, dass man nicht abbiegt. Da ist man schon gleich im falschen Bereich. Wir wollten jetzt auch mal wieder neue Strecke zeigen, haben wir uns entschieden, Joker, weil es uns langweilig wird. Und wir haben ein paar runtergeladen. Eine hat aber schon wieder leider nicht funktioniert, ne? Ja, warum auch immer. Und die wurde auch nicht so kurz später geupdatet, die hat aber wieder funktioniert. Das ist manchmal kurios. So, ich bin noch dran am Marsch. Hier sollte ich mal ein bisschen zeigen, dass ich auch mal ein paar Rallye-Spiele gespielt habe. Der Marcus hat noch nie Rallye gefahren. Fahr einfach denen nach, dann kann ich die Streckeführung auch bald. Da wird aber eine Runde auch ewig lang sein hier. Aber man muss vor allem achten auf von Sonneneinstellungen hier, die Bäume, dass man hier auch den Weg immer findet. Tag, ja, da hat ein Weg was, da hat woanders was rausgefunden, Joker. Ja, jetzt können wir schon auf Start und Ziel, also ja, 1,40 klappt es leider nicht. Ups, der erste Hügel, der erste Sprung und zack ist die Axt gleich dem Hinter an den Kopf geflogen. Das tut natürlich weh. Ich bin nicht schnell genug auf der Langgeraden. Ich habe auch kaum Geschwindigkeit. Das Auto ist eigentlich mehr auf Stabilität ausgelegt. Aber hier, den Randy Marsch, den kann ich immer noch schön in den Hintern reinbumsen. Wenn du nicht aufpasst, dreh ich dich hier um. Oh mein Gott! Oh Gott, oh, da erwischst du mich. Ich hab's befürchtet. Um Gottes Willen. Danke, und ich komm gar nicht mehr weg. So oft sind die mir reingeknebelt. Ja, schade, da war die Verfolgungsjagd zum Randy Marsch leider. Von der 8 getaked out worden. Schade. Taki Inoue und Johansen raus. Taki Inoue war gerade noch bis zur ersten Runde auf 3 oder so. Der war hinter uns. Ja, ne, der ist gerade, der ist kurz nach mir frontal getroffen worden von einem. Und kam auch nicht mehr weg und ist dann von aller anderen durchgeknattelt worden. Also der hat's dann überhaupt nicht mehr geschafft. Oh. Was spielt eigentlich Liverpool, Joker? Samstag, Sonntag? Keine Ahnung. Du weißt auch gar nicht, gegen wen sie spielen jetzt, oder? Ne. Also sie sind noch Tabelleführer, immer noch mit 4 Punkten, weil City auch dauernd gewinnt, aber mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass der BVB jetzt gegen Hannover spielt. Ich weiß nicht, ob morgen oder am Sonntag. Morgen. Besser. Bayern spielen Leute am Sonntag. Respektive heute. Wenn ihr es wissen wollt, es ist kurz nach 1. Eigentlich noch eine humane Zeit, wir haben auch schon mal 5 oder so aufgenommen. Also, ist schon noch eine Standard normale Zeit. Marquez, du Sack. Jetzt wird schnell durchkommen. Ich komme schon wieder in die Top 6. Zack, bumm. Zack, bumm. Stimmt, in Hannover, oder? Ne, in Dortmund. Das Hinspiel war, glaube ich, in Hannover. Hast mich fast erwischt. Das müsste sie gewinnen, oder Dortmund? Tja, wenn nicht. Die Bayern gegen Stuttgart. Ach, da kriegt der VfB doch schon wieder die Fresse voll, genauso wie ich die Fresse voll bekomme. Oh Gott. Oh Gott. Jesus Gott. Schau, jetzt bin ich schon wieder 6 Plätze verloren. Oh, da sind 2 mitten auf der Strecke. Oh je, dieser. Also da, wenn dich einer voll tackelt, kostet dir das mal gleich ganz schön viele Plätze. Schon wieder nur 14 da. Bayern Stuttgart, ja, der VfB, der steigt ja sowieso ab. Aber wenn ihr das Video seht, ist er vielleicht schon fast abgestiegen. Ja, das ist ja dann März, vielleicht ist er ja da schon rechnerisch abgestiegen. Mal gucken, ob ich schaue, ich weiß es jetzt noch nicht groß. Aua, Marquez, du Sau. Doch, wenn ich dann nebenher aufräume tu, lass ich es vielleicht gerade laufen.
Oh, ich komme den einen Berg nicht hoch mit dieser Karre. Hier fehlt mir die Smart TV App für das Sky. Ein bisschen, weil ich muss es dann immer auf dem iPad gucken, weil mein... Oh Gott! Aber ich bin wieder in die richtige Richtung gedreht worden und dann knall ich in den Baum. Sehr schön. Hallo, Auto? Auto. Mark! Gehst du, Wichser! Ich lass mich zurücksetzen, ja, und bleib dann im Ding stecke. Alarm Prost kommt auch nicht mehr so richtig weg, ne? Alarm, was ist da los mit deinem Auto, ne? Ist kaputt? Oh, Gottes Willen. Ja, ich wollte gerade sagen, mein Karte-Interface, was ich ja von Kabel gekriegt habe damals, wo ich immer meine Smartcard drin habe, das ist zwar im Fernsehen drin, aber das ist anscheinend von der Version veraltet, wird nicht mehr erkannt. Wahrscheinlich, und seit Unity Media, ich müsste mir von... Das war der Randy Marsh, oder? Was? Warst du nicht? Sah genauso aus wie du das Auto, aber du warst nicht. Nö, ich bin auf 1. Das hätte man gehört, glaube ich, wenn es der Randy Marsh gewesen wäre. Ne, wird halt nicht mehr erkannt. Und, zu weit die Kurve! Muss ich das am iPad immer gucken, bei Sky Go oder am PC. Ich finde es also doof, dass so das Fernsehen überhaupt nicht mehr richtig... Ich meine, ich gucke ja so selten, aber wenn man mal gucken will, dann funktioniert es nicht mehr richtig. Also, du musst alles nur rüber, kannst du auch alles über Internet machen. Markus! Irgendwann können sie das Kabelfernsehen auch abschaffen, dann läuft eh nur noch alles über Internet wahrscheinlich. Gibt's auch kein Kabel ist ja, und Satelliten. Satellit ist ja generell das Bessere. Wie? Satellit ist ja generell trotzdem auch das Bessere. Ja, es sei denn, es ist ein riesiges Gewitter, dann hast du auch deine TV-Störung. Das kenne ich noch von früher bei meinem Vater, da hin auch noch Satellitenfernsehen gehabt. Und da, wenn es richtig gewittert und kakelt hat, dann ist mal das Bild ausgefallen. Aber ansonsten hat man halt keine Probleme. Ja, bei uns ist halt so, früher war das Kabel BW und dann hat es Unity Media aufgekauft. Und seitdem die es aufgekauft habe, ist das eine Katastrophe, funktioniert überhaupt nicht mehr richtig. Die bieten ja auch Internet an. Das ist zwar super schnell, aber Joker, super anfällig für Probleme. Ein Arbeitskollege von mir hatte das mal, und ein ehemaliger Arbeitskollege, der Opitz, der hat das mal gehabt. Und der hat gesagt, der hätte jeden zweiten Tag Internetausfall gehabt. Jetzt steht aber vor, das wäre doch Katastrophe hier. Du gehst einen Platz nach vorne, ich habe Marquez getakedown. Ja, aber ich habe nur noch 2% und bin noch in 2 drüber gefahren. Wie viele Runden haben wir noch? Scheiße. Rennmitte, ich glaube Joker, der nächste... Aber du bist wenigstens 14 da, es sind nur noch 14 im Rennen. Ja, ich darf jetzt hier, ich muss jetzt hier echt aufpassen, ich darf kein Frack treffen, es liegen aber hier viele rum. Und ich darf auf der 8, wenn ich da nur leicht geschubst werde, bin ich weg. Nakajima zieht weg, kann ich nicht mitgehen, das Tempo. Joker nicht mehr auf der 1, das ist passiert. Und auf der 2. Ja, nö, ich bin halt von der Geschwindigkeit zu langsam, hab ihn 2 Kurven nicht ordentlich bekommen und schon ziehen sie vorbei. Marquez konnte zerstören, aber Nakajima ist jetzt 5 Sekunden schon weg. Oh ja, ab und zu zerstören, da kommt eine 8. Oh, das war knapp. Merkt immer noch den Nachgeschmack von meinem Abendessen. Burger King war heute das Abendessen. Nachdem ich den Schrank gereinigt hatte, 2 Stunden für beide Schränke, jeder eine, habe ich mir gedacht, ich gönne mir heute ein gutes Abendessen und da bin ich zum Burger King gegangen. Das schafft ja auch eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Und habe mir da mal richtig reinkauen. Aber danach bist du fertig. Da bist du mit dem Essenbedarf gedeckt. Aber nur kurzzeitig. Ja, bei mir längerzeitig. Das ist ja da schon 4-5 Stunden her. Ich bin immer noch satt. Okay. Ich müsste auch mal wieder mehr trinken anstatt essen. Oh my goodness! Die 8. Noch eine Runde mehr und ich fall in den Frack rein. Kaubsches. In ein Frack, das vor mir stand. Der Michi ist 13. Hineingescheppert. Sowas Dummes kann auch nur dem Beißler passieren. Aber wir können uns jetzt den Joker angucken. Es war klar, ich hatte ja auch kaum noch Stärke. Das die TV-Kamera, an meinem Auto. Die TV-Kamera ist aber hier ein bisschen besser als auf dieser Strecke, die wir letztes Mal hatten. Da war die TV-Kamera, weiß noch, irgendwo im Nirgendwo gesteckt. Dahinter der Winkellock, der hat auch nicht mal viel Energie.
7,5 hat mein Auto Stärke, das kommt mir zugute. Ja, meins hatte, glaube ich, auch so um 6, 7 rum. Aber dafür hat er halt keine Beschleunigung. Okay, hier ist die Kamera schön blöd in die Bäume reingearbeitet. Na, Winklock? Der wird gleich von irgendeinem aus der 8 weggeräumt. Oh, nein, hier in den Frack bin ich geknallt. Hallo! Vorbei. Da steht mein Getarnfarben. Das sind so Bundeswehrfarben in Pink und Grün. Bundeswehrfarben in Pink, ja. Ja, ist ja so. So sehen doch die Anzüge von der Bundeswehr auch immer aus. Aber nicht in Pink! Nee, das habe ja ich so gesigned hier. Oh, da habe ich gestern auch. Oh, so Nakajima ist weggetrubelt worden. Habe ich gestern auch mal in einer virtuellen Maschine im Linux so ein Zeichenprogramm ausprobiert. Das, was da rausgekommen ist, hätte man als Picasso-Zeichnung durchgehen lassen können. Ein paar Kreise, ein paar Dreiecke, irgendeine komische Figur, fertig war das Bild. Beißler Kunst habe ich es genannt. Kann man so sehen, kann man so sehen. Ich habe da was ausprobiert und das hat auch wunderbar geklappt. Das war ein Frack-Joker. Aber der Winkellock und der Nakajima ist schon wieder da. Aber auch nicht mehr viel Energie. Was man vom Joker eher behaupten kann, der hat noch Mods-Energie. Der musste auch nirgends irgendwo reindübeln, wie ich. Und ich schon mit da unten jetzt. Ah, wenn du jetzt noch einmal triffst, dann hast oh du mein Gott. Joker, ja, jetzt sind die weggefahren. Sato ist auch noch dabei auf der 4. Japaner wieder gut vertreten momentan. Wissen, wie es geht, ne? Boah, wo die ja auch überall lang kommen, ey. Was ist denn das für eine Kamera hier jetzt? Interessant, jetzt bin ich auf irgendeine komische Kamera gekommen, die nirgendwo ist. Ach, eine freie Kamera. Da spackelt irgendwie auch der Controller, wahrscheinlich weil der Mauszeiger auf dem so BÄM! Voll das Wrack gewrackt. Ach, come on. So, wir machen die Kameraverfolgung hier beim Joker, weil die TV-Kamera irgendwie auch nicht so immer das Wahre ist. Und gucken uns an, was der Joker hier fabriziert. Für eine Scheiße. Nee. Selber Scheiße. Ja, das waren gerade meine pinken Teile, die du da weggekickt hast. Mein wenigstens fällt das Auto immer auf, aber dumm ist halt nur, dass nur ich aufnehme. Wenn der Joker aufnehmen wird, wird es auffallen. Hat ja auch schon aufgenommen. Ich dachte, du bräuchtest noch Folge für deinen Kanal. Ist dem Joker gerade alles egal. Ja, wo wieder da keine Lust, Folge zu bringen. Der Joker hat bald abgeschlossen mit dem Thema. Bäm! Ich habe schon die erste Stimme gehört, die Frage, was mit Hip-Man-Absolution ist. Momentan muss ich erstmal sehen, dass ich nicht jetzt so das Formel-1-Material und auch Project Cars hochlade, ob das nun wirklich die Qualität noch ganz gut ist. Wir wollen Hip-Man-Absolution. Was macht er denn hier? Ja, ich fühle ja mittlerweile. Ja, der war Erster, der wurde, glaube ich, getackelt. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass der so doof dagestanden ist. Ja, aber Winkelhock hat ja so schon vorher durch gar nicht sterbt. Aber Nakajima ist weg, der sieht aus wie down. Ja, der hatte auch nur noch ein Mini-Prozent oder so. Den hättest du den getroffen, hättest noch einmal, dann hättest du einen Takedown gehabt. Also noch dabei Randy Arsch, Markus Winkelhock, Sato, Hill, Button, Bernard, Del Maltratz und Chiatarella. Oh, kannst du das alles sehen? Wenn ich mit der Select-Taste aufrufe, kannst du das ganze Fahrerfeld von Platz 1 bis 20 aufrufen. An der linken Seite, wo du jetzt eben nur Platz 1 bis 4 siehst als Fahrender. Die Select-Taste, bei mir die Back-Taste, glaube ich. Auf ja, dem ist halt die gleiche. Ja, früher halt Select auf PlayStation und auf Xbox halt die Back-Taste. Aber da sehe ich jetzt nur die Rundenzeiten. Und ja, so. Du bist ja halt nicht mehr im Rennen. Ach, wenn jetzt, wenn du im Rennen bist. Das zeigt komplett an, wenn ich im Rennen bin. Das muss ich mir mal ausdrücken. Immer rufdrücken, das ganze Fahrerfeld. Nochmal rufdrücken, siehst du ja keine. Und drückst du wieder immer ruf, dann siehst du wieder die Top 4. Danke für den Tipp. Ich seh's, aber wenn man gedrückt hält, sieht man in der ersten 4 nur die Bash-Seite. Ach, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich glaube, ich hatte schon mal, also Valve hatte ich es auf jeden Fall erwähnt. Ich hatte, glaube ich, auch mal, wo wir alle zusammen waren, aber
es wahrscheinlich nicht so mitbekommen haben. Gut zu wissen, wird was gelernt. Man lernt auf jeden Fall sollten wir jetzt nochmal die Strecke hier fahren. Ich denke mal dreimal fahren, zweimal reicht hoch aus. Wir sind jetzt schon 15 Minuten unterwegs. Ja, sehe ich fast genauso. Die Strecke ist ja, glaube ich, schon fast das... Ah! Alter, da hat... Wer schiebt denn hier den Michi umher? Der wartet es sich. Der fährt... Warte mal, der fährt von selber? Berg hoch und runter kullern. Oh. Ja, pass mal Boom. Auf. Ich glaube, mein Auto fährt noch. Mal ohne Scheiß. Auch Winkelhock ist draußen, der so weit vorne die ganze Zeit war. Also es ist kurios, aber ich glaube, das Auto von mir fährt irgendwie. Warum auch immer. Da müsste ich jetzt mal hier Kamera und dann wahrscheinlich hier irgendwie frei wählen. Also das nützt ja jetzt gar nichts. Um jetzt mal sehen zu können. Ziel. Spähisch. Also ich bin überzeugt, dass meine Karre da nochmal von selbst gefahren ist. Ne, ich glaube, dass da irgendeiner vorher vielleicht noch in ihr balzt ist. Dass sich deswegen das Ding davon links nach rechts dreht. Also das wäre kurios, wenn jetzt da mein Auto auf einmal von allein... Ach, das siehst du doch öfter, dass irgendwelche, die hier, dass die Autos sich bewegen, weil die ja nochmal angeschoben werden und dann nochmal berghoch oder runter kullern. Ja, endlich, yes! Mein Auto fährt nur von hoch und runter. So eine Scheiße. Alter, Falter. Boah, Marquez mit 1,31 nur in die schnellste Runde, aber auf Platz 15 nur ins Ziel gekommen. Ja, gesagt, 2,200, yes. Einmal werden wir die nochmal fahren, die volle Strecke. Ja. Dreimal hast du gesagt, eher nicht. Ja, es sei denn, wir fallen jetzt beide wirklich früh aus. Ich werde mal den. Kommt noch ein drittes Mal. Jetzt meine Superkarre, den Gatecrusher, einsetzen. Kann ich nicht einsetzen, weil ich könnte noch mal Wagenwechsel machen. Was hätten wir denn so da noch? 7,5 hat mein Mattiger für eine Stärke gehabt. Oh, der hat nur 4,9. Oh ja, 6er-Pack. Ja, knall sie ordentlich durch, die alte. Obwohl, da könnte ich noch im Tunen was tun, in Sachen Nein, Höchstgeschwindigkeit nicht. Oh. Okay, nee, die Stärke müsste ich ja steilen. Ich nehme jetzt aber trotzdem hier mal den. Wird mir nicht angezeigt. Bandit. Der noch nicht final lackiert wurde, ist immer noch nicht. Oh Gott! Das ist aber ein mieser Start hier, durchdrehende Räder. Ja, na, weil die Autos dafür nicht ausgelegt sind. Du hast ja auch nicht die Teile wahrscheinlich eingebaut. Ja, ich habe aber unten richtige breite Reifen. Sehen fast wie Monstertruck-Reifen, nur ohne Monstertruck. Nee. Gleich mal rein, Erik Bernard. So, diesmal heißt es auch mal im Rennen durchhalten und dass das Auto nicht wieder von Berg hoch und Berg runter kullert. Wie sah gerade richtig abgefuckt aus. Ist Berg hoch und Berg runter kullert. Ich habe schon gedacht, irgendwie hätte es jetzt der Computer übernommen und fährt mich noch mal in dem Rennen. Da hat der Joker schon Angst kriegen, dabei ist er schon wieder da. Er ist doch raus. Ich und Angst, pah. Oh, shit! Du wirst getroffen, du hast ein Dicker. I have a crash. Was heißt das? Ein Ficker. Du Kurven. Selber Ficker. Hallo. Ah, hallo. Na, platze ich in der Aufnahme hier? Wie immer. Ja. Das ist nicht das erste Mal, Valvo. Aber du sagst ja immer Hallo, von daher du platzt ja nicht rein und sagst ja gleich irgendwas anderes Dummes. Ficken 69. Die Mama ist wieder da. Hallo. Ja, wieder aufgenommen. Ja. Und jetzt noch mehr Fratze als vorher.
Ja. Deswegen kommst du auch hier noch her. Sag mal, weil wo hast du eigentlich deinen Kanal jetzt für die nächsten 2 Jahre durch geplant mit Aufnahme von Star Trek? Da müsst ihr doch mal die nächsten 2 Jahre Content da sein, sicher. Nee, jetzt nehmen wir gerade wieder das Fernando auf. Ja. Achso, nicht für deinen Kanal. Nee, heute nicht. Aber sonst hast du noch. Gestern war ich dran. Achso, man macht immer 2 Aufnahmetage an einem. Hab ich doch gesagt, aber der Michi hört einfach nicht. Ja, ich dachte immer, dass es für seinen Kanal ist, beide Tage. Hm. Nicht, dass ein Tag bei Frank wieder an und ein Tag für ihn ist. Ja, es hat eine geile Karre. Oh, warum hat die 89 drauf? Ist doch scheiße. DC ist wieder vor mir. Die DC-Ente. Na, DC mit deiner Krüppelkarre, was ist da los? Ne? Auf 1, renn die Arsch, auf 2. Okay, ist aber cool, dass auch die Dings wieder funktionieren, die Mods dann. Ja. Cool. Ja, du musst dann aber, wie gesagt, wenn du Amatsche installierst, musst du 3 Einstellungen vornehmen, dass es dann auch geht bei dir. Aber wie gesagt, das Video, was da recht in einfach der Konfi ist. Wie heißt das? Hamatze? Ja, weil wir wieder. Es war so klar, dass hier kein Wortwitz fehlen darf, wenn der Waldo hier drin ist. Mit dem Matze Schweizer. Katze Schweizer, ja. Hamatze. Aber es ist in dem Video gut erklärt. Okay. Zwar macht das mit Windows 10, aber sollte auf Windows 7 noch einfacher zu finden sein. Ja, mit den Adapter-Einstellungen wartet ja. Genau. Hätte ich bei Windows 7 ja sofort gefunden. Ja, ich bei auch, aber bei Windows 10 habe ich mich da kaum mit beschäftigt, das ist ein bisschen wieder versteckt in dem. Ja, ist mit dem Internet dann da finden und dann muss man entweder Adapter als Suchbegriff einnehmen. Dann stell dir mal vor, du müsstest unter Linux machen, wäre es noch schwieriger, weil da müsstest du wahrscheinlich noch mit dem Terminal arbeiten. Oder Windows 95. Da hat es sowas auch gar nicht gegeben. Windows 3, Windows 3.11 hat jetzt gar nicht funktioniert wahrscheinlich. Also ich glaube, auf Windows 95 wäre Rackfest eine Maschine alleine. Das wär bombastisch. Das hätte so geklappt doch. Letztens auch wieder unterhalten, die bei Ravioli hier, die ja mal meistens die Nintendo-Spiele machen, aber jetzt hatten sie so eine Ausgabe wieder PC-Zeitung, wieder Demos, so ihr Spiel von damals, von Ende der 90er, und wo sie dann auch so meinten, damals mit der 56K-Leitung, boah, einen halben Tag, um da irgendein Update zu downloaden, meine Fresse, das waren noch geile Zeiten. Alles möchte ich nicht von damals wieder haben. Nee, also die Formel 1 von damals möchte ich wieder haben. Ja. Den Fußball von damals. Die Intimbehaarung von damals. Das kommt alles wieder. Das kommt alles wieder. Ja, Malmo. Na, ich habe... Ich beschäftige mich ja also mal auch mit mit den Teamwerken. Mit Linux. Doktorarbeit in Behandlung. Mit Linux, und da kann ich dir sagen, weil wo wenn man da mit dem Terminal, da kann man auch verzweifeln dran mit den ganz komischen Befehlen, was man da alles immer eintippen muss. Okay. Was installieren muss. Wenn man aus DOS, wenn man von DOS kommt, dann muss man sich da auch erstmal dran gewöhnen. Hast du einen Mac auch? Mac habe ich auch, ja, aber das ist ja das Einfachste vom Einfachen. Okay. Das Einfachste vom... Eieiei! Gegen die Bäume geballert. So einen Mac Mini habe ich mal gebraucht gekauft damals. Ich hab auch nur einen Mac leeren. Ich war bei Burger King essen, da gibt es jetzt sogar Apple Pay mittlerweile als Bezahlmöglichkeit. Habe ich dann, da schafft eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, habe ich gesagt, zahlt man da jetzt mit dem iPhone bei euch? Ah, das ist doch fortschrittlich jetzt. Hebe ich dann das iPhone dran an die Kasse oder wie? Und habe Apple Pay klar. Und später irgendwann steht irgendjemand neben dir, der dich erstmal abhackt. Ah, der hat ja ganz gut Kohle auf dem Konto. Und dann auf einmal stehst du vor der Kasse.
Irgendwie haben sie kein Geld drauf. Wie, was? Wie geht denn das? Was für eine Scheiße. Ach, kacke, schon wieder gehackt worden, Mist. Apple Pay. Ja, schöne neue Zeit. Na, Apple macht jetzt auch aus allem irgendwas. Na, sollen ja, glaube ich, Apple ist da, glaube ich, auch mit dabei als Streaming-Dienst. Genauso wie Disney ja jetzt Konkurrenz sind zu Netflix. Mhm. Netflix. Wieder wie was vom Kuchen. Netflix ist ja jetzt bei Sky. Jetzt? Da hängen sie auch mit drin, ja. Ja. Sie zeigen jetzt halt mit einem, du brauchst schon Sky Receiver, das besteht, ja. Der heißt Sky Q. Und damit kannst du sowohl Sky als auch Netflix Serien gucken. Damit werben sie jetzt ganz groß. Ob das jetzt toll ist, Genre. Zum Glück bin ich kein Netflix-Gucker. Kein Seriengucker. Zum Glück bin ich kein Seriengucker. Ich gucke auch kein Netflix. Das Sohn habe ich noch und selbst das gucke ich relativ wenig. Ich find das auch so eine Scheiße überall bei den ganzen Streaming-Diensten. Bei den ganzen Filmen, die du dann da irgendwie mal hast, dann laufen da irgendwann die Verträge aus, dann sind die Filme irgendwann nicht mehr verfügbar. Was sind denn das alles für Scheiße? Sowas gibt es, okay. Naja, klar. Die paar Angebote gerade, was auch an Horrorfilmen und so halt geboten ist. Also da musst du extra so eine kleine Nische suchen an Streaming-Anbieter, der vielleicht direkt auf Horror spezialisiert sind. Also das ist auch alles. Weil dann hast du da halt nur Horror, dann müsstest du vielleicht wahrscheinlich noch wieder irgendeinen anderen Streaming-Dienst finden, wo halt dann, was weiß ich denn... Es gibt das auch, es das gibt Problem ist halt, das gehört dir halt alles nicht und das ist halt, das können die halt wieder offline nehmen und können halt, du kannst es halt nicht offscreen anschauen, also offline mal. Und wenn der Internet mal nicht geht, dann sitzt er doch dumm da. Und wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, dann oder wenn es das nicht mehr gibt irgendwann. Also hoffen wir mal, dass vor allem nicht die DVDs und so weiter aussterben. Ja. Naja, das ist das Problem, das sagt man ja auch immer wieder, dass irgendwann die optischen Laufwerke. Es gibt schon Computergehäuse für Gaming-PCs. Ja. Musst du selber einbauen lassen. Haben, war ja bei mir auch so. Nee, die haben zum. Es gibt Computergehäuse, habe ich jetzt gesehen. Für Gaming-PCs, die haben nicht mal mehr eine Vorrichtung, da ist nicht mal mehr vorgesehen, dass du ein optisches DVD-Laufwerk einbaust. Okay. Okay, bei krass. Tooltime.de, so ein IT-Kanal auf YouTube. Der hat es mal gezeigt, er hat sich einen Streaming-PC gebaut und hat so ein Gehäuse, es war ein schönes Gehäuse, weißt du, es sah so ein bisschen aus wie bei Star Wars, diese eine Waffen, wo sie da in diesem Erwachen der Macht-Film haben. Aber dann hat er gesagt, er wollte gerne optisches Laufwerk mal nachrüsten, hat er jetzt noch nicht eingebaut, aber er gesagt für später. Und dann hat er gesehen, das Gehäuse, das hat gar keine Vorrichtung mehr von dem außer, dass das vorgesehen ist. Wenn man das Gehäuse vorne weg macht, dann sind noch die alte Metalleinstanzungen drin. Das ist wahrscheinlich noch die alte Stanzeinheit, aber das Gehäuse selbst hat keine Vorrichtung mehr für ein optisches Laufwerk. Das ist jetzt voll mit LED ausgerüstet, dass du in zig Farbe programmieren kannst. Ja, okay. Ich meine, diese LED-Geschichte mag ganz nett aussehen, muss ich aber nicht haben, weil jetzt zum Beispiel, jetzt spiele ich Wreckfest, guck auf den Bildschirm, guck doch jetzt nicht auf mein PC, wie schön der rot leuchtet, das sehe ich doch gar nicht, wenn ich das spiele. So alles nur für solche Abwichser, ist ja genauso mit den ganzen Wasserkühlung und so eine ganze Scheiße. Wozu brauchst du denn? Ich finde es auch hübsch, aber will ich da was haben, was mir denn irgendwann, wenn ich nicht zu Hause bin, auf einmal Wasser ausläuft oder irgendwie was? Also, aber hast schon recht, Michi, wer guckt da drauf, während wir spielen? Also jetzt im Zocker, wenn ich da runter gucke, bin ich im Baum jetzt. Also das ist doch Blödsinn. Das ist doch nur wieder für diejenigen, die sowas auch überall auf Instagram und so wie ihre Scheiße teilen. Ich weiß, dafür ist es doch gedacht. Und mit Wasserkühlung hast du da wirklich die Bedenke, dass dir das ausläuft mal? Was, wie sehen, was alles passieren kann bei solchen Dingern, ey. Ich meine, die Wasserkühlung sind gar nicht mal so schlecht, da kannst du deinen Prozessor wirklich gut runterkühlen. Aber ich persönlich bin auch eher der, wo dann auf so Standardkühler vielleicht setzt, so wie man es hat mit dem Lüfter, die klassische Kühlung. Selber reinblasen. Bloß alte Blasmauern. Also Blasen würde ich auch gern haben, aber nicht in den Kühler. Also, davon so fängt es an, Michi, so fängt es an. Davon mal abgesehen. Aber du hast recht mit den LED-Dinger, das ist wirklich, wenn sie auf Instagram sagen, hier mein neuer Gaming-PC, der kann jetzt rot, blau, gelb, grün und noch viel geilere Farben. Heute bin ich für die Bayern, also leuchtet er rot. Oh Gott. Morgen leuchtet er gelb für den BVB. Und dann blau für Schalke. So ein Scheiß. Jetzt schwarz, rot, gold, Deutschland, jö.
Du aber. Oh, PC abgespielt. Dann leuchtet er blau. Auf jeden Fall muss ich sagen, tot. Das ist. Oder gar nicht, weil er dann ausgegangen ist. Ja, die Wasserkühlung läuft aus und so rote Farbe noch dazu. Ich glaube, jetzt ist er tot. Niemand hat ihn erschossen. Aber das LED-Zeug, ich. Also das. Und weißt du, sowas macht so ein PC, wenn das dann mit LED drin ist, weil wo dann kostet der PC nicht mal 1,7, sondern gleich mal 2,1. Nur wegen so einem Blödsinn. Ist er dann auch gleich mal wieder 500 Euro teurer. Wer weiß, was die sich noch so einfallen lassen, Alt. Also aber damals bin ich da voll drauf gestartet auf so LEDs. Oh, ja, das ist ja ganz nett, aber mein nächster PC wird auch das nicht drin haben. Weil ich finde es einfach ganz unnötig. Da guckt man nicht drauf. Stimmt schon. Da guckt da. Und manche nerven auch nur. Also ich habe zum Beispiel bei den Boxen so ein blaues LED, das signalisiert hat, dass es an ist, aber das knallt halt genau in die Fresse. Das war das erste, was ich weggeklebt habe. Das kenne ich. Ich habe eine externe Festplatte von Toshiba, die hat so ein blaues LED-Licht. Und das ist genau so, wenn die an ist, da kriegst du bald Augenschmerzen, weil dich das richtig blendet, das blaue Licht. Das ist da auch abgefuckt. Da wer sich so eine Scheiße überlegt. Ich hab da tatsächlich auch mal so einen Schal drüber gelegt, damit ich es nicht mehr sehen muss, damit es mir nicht ins Gesicht scheint. Da fällt mir wieder Rambo ein. Was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Filmzitat aus welchem Rambo? Oh, könnte der zweite gewesen sein. Zweiter oder dritter? Ich bin mir auch nicht sicher. Warum bin ich raus? Hatte ich nur so wenig Prozent? Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Wie viele Runden haben wir denn eigentlich noch? Nicht mehr viel, neunte. Schade. Aber ich kann auch nicht mehr gewinnen. Ich hatte mal 19 Sekunden Vorsprung, mittlerweile bin ich dritter. Tendenz fallend. Gucken wir uns mal den Joker an hier. Der Clown des Vertrauens. Oh Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber so viele sind diesmal nicht raus bislang. Das ist ein Horrorunfall. Ich glaube, Joker ist auch beim nächsten Hit gefrackt. Letzte Runde, das muss ich doch schaffen. Ja, aber da kommen noch ein paar Mal Kreuze. Die alte Lesbe zum Beispiel. Die alte Lesbe. Das war auch wieder eine geile Folge. Welche? Die Rocket League. Habt ihr da über Frauenfußball gesprochen oder wie? Naja, aber da hieß einer irgendwie so immer noch eine Lesbe oder so ähnlich. Und wo ich am Pfosten hochgekrabbelt bin und denke so, wer ist denn da den Pfosten hochgekrabbelt? Das sah vielleicht mal scheiße aus. Weil du bist doch immer, du bist doch bei Sache Frauenfußball schon doch immer so, die sind alle Lesben. Ja, darum ging es aber gesagt. Nicht. Darum ging es aber nicht. Da hieß einer I am no Lesbe mit P, aber wir haben ja irgendwie gesagt, ich bin eine Lesbe oder vielleicht hat er immer noch eine Lesbe. Oder hat er gelispelt? Keine Ahnung. I am lispelt. Die damals mit dem Sprachchat. Oh, das wird spannend. Johansson und Danini hinter mir. Weißt du nochmal, wo der Sprachchat damals immer. Der war auch immer cool, der Sprachchat. Ja, Michi, müsstest du auch mal wieder spielen, Rocket League. Vorne stehen und uns den Müller-Gerd machen. Germany goes to 12 points. Ja, Bessler steht immer vorne, oder? Bei Dings auch, oder? Bei Tennis. Immer am Netz hier. Ja, das stimmt. Ich habe nur zweimal was getroffen, sonst habe ich doch nie was gerissen in dem Spiel. Glückwunsch, Joker. Der Bessler immer vorne mit dabei. Und ich habe jetzt den Nexus RX freigeschalten. Jawohl. Yes. Das ist super, den wollte ich mir schon lange mal jetzt kaufen. Sagten die Folge, das war doch bestimmt schon hier 34 Minuten nur. Die Folge sagt doch wieder Lurke. Das reicht doch, Michi, ich muss doch immer 50 Minuten haben. Doch, ich will immer eine Stunde haben. Nein, Quatsch. Und dann schmiert's wieder ab. Nee, wir haben ja eh vorhin gesagt, dass das ist eine sehr lange Strecke gewesen. Da haben wir vorhin schon mal gesagt, dass wir die nur zweimal fahren, weil die war ja ewig lang. Ewig.
Ja, beim nächsten Mal sind wir wieder eine andere coole Strecke. Vielleicht fährt ja der Valvo bis dahin noch mit. Man weiß es nicht. Er ist doch fertig. Wir müssen erst Tamachi runterladen. Das heißt, das geht doch schnell. Schnell runtergeladen. Ich sag schon mal danke an Joker fürs Mitfahren und danke an Valvo für die Unterhaltung. Fürs Reinplatzen. Gerne. Haben wir wieder einen schönen Talk mit dazu bekommen. Und dann euch bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.